Leute, Space Marine 2 hat den offiziellen Release hinter sich und die Zahlen sehen verdammt gut aus. Das möchten wir heute unter anderem im Video besprechen, aber wir gehen auch auf Details ein, die vielleicht an euch vorbeigegangen sind, nämlich was vielleicht neue Klassen betrifft und zusätzliche Cosmetics in der Zukunft. Aber mehr dazu gleich im Video. Falls ihr das Game noch nicht habt, guckt gerne bei mir unten in der Videobeschreibung vorbei. Bei Green Man Gaming bekommt ihr es mit Rabatt. Könnt ihr dann gleichzeitig auch den Kanal supporten, falls ihr Lust drauf habt. Bevor wir starten, noch kurz eine Sache, die mir persönlich wichtig ist. Genau heute sind tolle Warhammer-Figuren bei mir gelandet. Ich habe ja einen Shop für Figuren gestartet und jetzt habt ihr sie verfügbar im Shop. Ich zeige es euch im Hintergrund bestimmt kurz. Falls ihr auf sowas Lust habt, schaut natürlich auch gerne bei figurenshop.com vorbei. Jetzt gehen wir aber los mit dem Video und zwar schauen wir uns mal kurz an, einfach was passiert ist. Am 7. September hat einfach Focus Entertainment über die Devs quasi oder die Devs durch Focus Entertainment einfach die Freude zum Ausdruck darüber herausgebracht auf Twitter, wie schön es ist zu sehen, dass so viele Leute das Spiel genießen und dass die Freude von euch das größte Geschenk ist und die größte Belohnung. Und sie ermutigen uns alle, weiterhin Feedback zu senden. Es gibt ja bei Focus Entertainment ein Community Hub. Da könnt ihr Bugs melden, da könnt ihr Probleme melden, da könnt ihr aber auch Ideen melden. Und das ist besonders interessant. Dazu kommen wir gleich in einem anderen Bild. Bevor wir das tun, aber noch kurz hier einfach ein Querschnitt durch ein paar Bewertungen von GamesRadar, zum Beispiel 4 von 5, Game Reactor 9 von 10, Push Square 9 von 10. Also hier sind einige natürlich sehr gute Bewertungen aufgelistet, aber sie freuen sich einfach, dass das Spiel im Großen und Ganzen sehr gut angekommen ist. Bei Metacritic haben wir momentan 83, also wirklich grüner Bereich, alles in Ordnung. Aber es kommt ja auch noch viel mehr drauf an, was denn eigentlich die Spieler denken. Und da haben wir natürlich auch gleich noch Daten dazu. Dann hat Focus Entertainment nochmal darauf hingewiesen, dass es ihnen natürlich auch wichtig ist, Accessibility zu haben, also Inklusion, dass einfach Leute, die irgendwie Sehschwäche haben oder andere Formen von Behinderung, dass die an diesem Spiel teilnehmen können und Spaß daran haben können. Falls euch also was aufgefallen ist, was Space Marine 2 momentan noch fehlt, weil ihr es nicht so schön genießen könnt, könnt ihr an accessibility@focusentertainment.com was schicken und dann wenn wir mal sehen, ob die da vielleicht was machen können und das nachträglich einbauen. Dann wurde natürlich auch was bezüglich den technischen Problemen gesagt. Das seht ihr jetzt hier, das ist vom 5. September noch, also vom Early Start, dass es technische Probleme gibt. Manche Leute haben das. Ich habe auch ein paar Sachen gesehen, wo man dann wahrscheinlich sehr drauf kommen kann, okay, die haben halt wirklich selber Internetprobleme oder irgendwas macht die Hardware nicht mit. Aber es gibt bei Konsolen teilweise ein bisschen Performance-Probleme und manche PCs hatten vor allem bei der Intro-Sequenz Crashes, Abstürze beim System. Soweit ich das aber beim Community-Forum gesehen habe, sind das jetzt nicht Meldungen gewesen, die überhand genommen hätten. Also dass man sagen könnte, boah, da waren jetzt, weiß ich nicht, hunderte, tausend Leute, die da Probleme hatten und so. Das, soweit ich das gesehen habe im Forum, waren das halt ein paar Fälle, aber nichts, was jetzt irgendwie brutal technisches Versagen gewesen wäre. Auf manchen Systemen läuft es halt noch nicht ganz rund, aber ich gehe davon aus, dass sie das mit zukünftigen Hotfixes und so weiter auf die Bahn bekommen. Zudem gibt es jetzt auch Treiber-Updates. Bei AMD weiß ich es auf jeden Fall davon. Da sind schon Verbesserungen, Optimierungen für AMD-Hardware dabei. Nur, dass ihr das wisst, falls ihr im AMD habt und hier Probleme kommt irgendwie performancemäßig, guckt mal, ob ihr ein Treiber-Update machen könnt. Dann kommen wir jetzt noch mal zu was sehr Spannendem zu sprechen. Das ist nämlich jetzt wirklich von aktuell heute, wo ich es gemacht habe, hier am 10. September, habe ich mal vorbeigeschaut. 31.000 Bewertungen und die sind jetzt mittlerweile sehr positiv. Ab 80% meines Wissens ist es bei sehr positiv und
somit eigentlich ein Zugewinn für Space Marine 2 nach dem Release, sind die Bewertungen nicht in den Keller runtergegangen, sondern sie sind sogar nach oben gegangen. Sie haben sich nach oben gezogen ein bisschen und sind auf sehr positiv gegangen. Also eine gute Entwicklung, was die Bewertungen von den Spielern angeht bei Steam. Und das Gleiche sehen wir hier eigentlich auch, wenn wir die am meisten gespielten Spiele anschauen aktuell. Also ich habe es hier wirklich am Vormittag gemacht. Deswegen sind die Zahlen entsprechend gerade, sind so viele Leute drin. Und ihr seht einfach beim Peak 225.000 Spieler sind jetzt momentan maximal online gewesen beim Startdatum, beim offiziellen Release hier am Montag. 19 UTC und natürlich geht es jetzt erstmal wieder runter. Wir schauen mal, wie die Entwicklung ist heute am Dienstag 19 Uhr UTC. Mal gucken, wie viel die Kurve wieder nach oben kommt und sich hier anschließen kann oder ob der Verlust schon gravierend ist. Ich bin ehrlich gesagt recht positiver Dinge, weil man sieht es hier auch schon, da geht die Welle natürlich je nach Tageszeit wieder runter. Die Frage ist, was macht sie dann wieder mit dem Peak? Von jedem Tag. Also man muss immer den Peak von jedem Tag anschauen und gucken, wie viel verloren wurde quasi. Ist da wirklich ein, sackt es extrem ab oder hält es sich eigentlich ganz gut? Und ihr seht hier anhand dieser Linie, die hier verläuft, dass sich Space Marines 2 ganz gut hält eigentlich. Also es ist kein gravierender Spielerverlust erstmal da bei den Leuten, die zum ersten Mal reingeschaut haben. Die haben sich weitestgehend auch wieder eingeloggt und haben gesagt, hab Bock drauf und will weiter zocken. Und wenn das so weiterläuft, dann sehe ich wirklich was Positives hier fürs Game und ich freue mich mega drüber, denn ich persönlich habe auch eine Mordsgaudi in dem Game. Jetzt aber natürlich noch zu der wichtigen Meldung, nämlich wir haben hier bei der Community von Focus Entertainment auch den Bereich Ideas. Und in diesem Bereich könnt auch ihr, falls ihr Ideen habt, einfach welche vorschlagen. Und dann kann es sein, dass die Developers sagen, hey, das klingt doch gut. Machen wir. So wie zum Beispiel nämlich hier der Ausblick auf neue Klassen, nämlich der Apothecary. Ja, und der wurde vorgeschlagen sozusagen als der Heiler, dass der irgendwie noch fehlt vielleicht unter den Klassen. Und hier wurde offiziell auch von den Devs zurückgemeldet, must have. Also das haben sie auf dem Schirm und sie schreiben, hey, danke für deinen Vorschlag sozusagen, dass sie neue Klassen implementieren. Ist eine Idee, die sie auch schon hatten und das nimmt zwar ein bisschen Zeit in Anspruch, aber sie sagen trotzdem danke für den Vorschlag. Also sie haben das auf dem Schirm. Neue Klassen scheinen wohl in Arbeit zu sein, besonders wenn man jetzt drauf guckt, wie krass der Erfolg eigentlich ist für ein Warhammer 40k Game. Also ein super Erfolg momentan wirklich für Warhammer, die Franchise allgemein und für Space Marine 2 natürlich auch. Also es sind super Zahlen und da gehe ich davon aus, dass hier auch, dass hier einfach auch was passieren wird. Und genau das Gleiche sehen wir dann auch bei Dingen hier. Das ist nochmal beim Must-Have-Bereich, dass weitere Cosmetics, hier wurde was angemerkt, dass das noch rein könnte. Und hier wurde auch gesagt, nochmal offiziell, wir planen, dass wir hier mehr Customization mit reinbringen werden in Zukunft. Also da ist was los, da ist was im Gange. Und falls ihr natürlich auch andere Dinge sehen möchtet, gerne in Space Marine 2, könnte ich hier Ideen vorschlagen. Hier sind schon einige, ja, und implementiert sind auch schon ein paar. Deswegen sehr spaßige Zeit hier, Leute. Und ja, ich bin jetzt mittlerweile über 25 Stunden im Game. Das ist für mich in der kurzen Zeit relativ viel. Wie sieht's bei euch aus? Seid ihr auch unterwegs in Space Marine 2? Habt ihr Spaß? Wie sieht es mit eurer Motivation aus? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich danke euch dann einfach fürs Einschalten. Hoffe, es war was Interessantes dabei. Und dann sehen wir uns vielleicht bald wieder für weiteren Space Marine 2 Content. Ich habe auf jeden Fall Lust, weiter was dazu zu machen. Bis dann, haut rein und ciao.